So. Das hier ist 2E mit einem Symbol mal wieder versiegelt. Okay. Hier war alles abgesperrt. Ich glaube auch nicht. Na, obwohl doch. Wenn wir vielleicht mal eine Axt oder so finden. Okay, dann müssen wir wohl oder übel in Zimmer 2C. Und das ist hier. Oh. Oho. Die Kerzen brennen. Dieses Flüstern immer. Ist ja schrecklich. Also blinde Kuh möchte sie mit uns spielen. Okay. Dann werden wir das doch tun. Aber vielleicht hätte ich mir doch zuerst den Zeitungsartikel angucken sollen. Das geht aber gar nicht. Ist natürlich blöd. Okay, irgendwas mit Haunted Hotel, Station Hotel. Okay, das Hotel wurde geschlossen. Gut. Yes, goodbye, no. Nur mal eben gerade um zu gucken. Was ist das denn? Ach so. Ach, alles klar. Passwort. Gut. Ich fange jetzt lieber nochmal von vorne an. Also, da haben wir das M. Das A. Das L. Das U. Und zum Schluss das S. Bist du da? Nein, nicht umdrehen. Wir müssen gehen, Amy. Ich sehe Sachen, schreckliche Sachen. Wir werden ein Spiel spielen. Ich bin müde, Amy. Ich kann keine Spiele mit dir spielen. Wird Ihnen gefallen. Ist eins meiner Lieblingsspiele. Ich würde ja mit meinen Schwestern spielen, aber ich kann sie nirgendwo finden. Also, gut. Ich versuch's. Was soll ich machen? Drehen Sie sich zur Wand vor Ihnen. Nehmen Sie die Augenbinde. Oh-oh. Aber dann kann ich nichts sehen. Binden Sie die Augenbinde um. Sie dürfen nichts mehr sehen. Oh nee, bitte nicht. Nein, ich kann dich nicht sehen. Versprochen. Fangen Sie mich. Ah, du willst sowas wie blinde Kuh spielen. Also gut. Daneben! Wie daneben? Olle Zicke, ich hatte dich. Daneben! Moment. Da müssen Sie schon etwas schneller sein. Wie noch schneller? Ich kann mich doch hier kaum drehen mit der Maus. Da müssen Sie schon etwas schneller sein. Seltsam. Ich muss falsch gelegen haben. Okay, die Frage ist, wie machen wir das? Und er dreht sich? Er dreht sich wirklich von alleine. Okay. Da müssen Sie schon etwas schneller sein. Ja, aber ich habe doch jetzt geklickt. Seltsam. Ich muss falsch gelegen haben. Okay, er dreht sich. Daneben. Warum sagt sie immer daneben? Daneben. Das ist nicht fair. Ich hatte dich gehabt. Das sehe ich genauso, mein Lieber. Da müssen Sie schon etwas schneller sein. Okay, sie rennt immer wieder vorbei. Da müssen Sie schon etwas schneller sein. Sie rennt immer wieder vorbei. Seltsam. Ich muss falsch gelegen haben.
Da müssen Sie schon etwas schneller sein. Das verstehe ich gerade noch nicht so wirklich. Fast. Seltsam. Ich muss falsch gelegen haben. Hat das was damit zu tun, ob ich weiter rechts oder weiter links klicke? Oder? Da müssen Sie schon etwas schneller einfach sein. Also klar. Daneben. Er bewegt sich von alleine, der Inspektor. Das ist logisch, da muss ich nichts machen. Ich muss einfach nur daneben klicken, aber ich klicke doch, wenn sie da ist. Sie haben mich. Sind Sie bereit für Ihr Geschenk? Aha. Und die dritte Platte. Okay. Das war ein sehr schönes Spiel, Amy. Das sollten wir öfter spielen. So, jetzt nochmal eben gucken, ob ich hier eventuell noch was übersehen habe. Da waren nur die Kerzen. Das hier ist alles der Tisch. Die Zeitungsartikel hier. Ich würde ja gerne mal einen davon lesen, aber so wie es aussieht, können wir die auch wirklich nicht näher angucken. Ich probiere das nochmal einmal bei dem hier auf dem Tisch. Aber nein. Okay, das funktioniert nicht. Gut. Jetzt überlege ich gerade mal, was noch zu tun ist. Wir haben diesen Typen da in dem Scherenzimmer, mit dem wir aber noch nicht reden können. Und wir haben eine Nachricht, die uns hoffentlich sagt, wie es weitergeht. Da ist ein neuer Gast an der Rezeption. Ah, okay. Gut zu wissen, was war eigentlich hier drin? Hier waren wir noch gar nicht. Oh oh, ein Babybett. Ach, ich verstehe. Wir sind also jetzt wieder, wir können hier wieder in der Zeit reisen und uns um den nächsten Gast kümmern und um seine Erinnerungen. Huch, denke ich mal. Aber ich würde eigentlich erst gerne zur Rezeption. Ich wusste ja nicht, dass hier jetzt sowas passiert. Wie kommen wir denn zurück? Mist, jetzt müssen wir uns hier erst umgucken. Na gut, dann machen wir das in einer etwas anderen Reihenfolge. Ist ja wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Hier bricht alles zusammen. Aha, Closing Book. Kathleen Kettery. Mhm. Auf jeden Fall interessant zu wissen, was ist hier eigentlich los? Und was habe ich da mitgenommen? Ach, eine Babyrassel, okay. Boah, was geht denn hier ab? Ich stürze gleich alles ein. So, da ist eine Flasche. Ah, da, Dezember. 30. Dezember 1940. Gut, wenigstens wissen wir, wie wir zurückkommen. Und ich denke mal, das sind beides Artefakte, die wir dann für den Gast brauchen. Und das wird dann wahrscheinlich so ähnlich sein wie bei der Gloria, dass man den Geist mit bestimmten Dingen aus der Vergangenheit herbeirufen muss. Okay. Okay, okay. Dann gehen wir aber jetzt erstmal wieder runter. Ich habe gerade schon gedacht, ich wäre wieder falsch. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was über unsere lieben neuen Gäste hier so drin steht. Andrew Verney, Einzelgast. Notizen. Noch ein 4-Tages-Aufenthalt des liebenswerten Mr. Verney, eines unserer am meist geschätzten Gäste. Seit vielen Jahren
Schon ist er hier im Bahnhofshotel unser Gast und stets bringt er sein teures Teleskop mit, um sich damit zu beschäftigen. Für die Dauer seines Aufenthaltes soll der Himmel klar bleiben. Ein wahrer Gentleman. Doch irgendetwas scheint dieses Jahr nicht zu stimmen. Der arme Mr. Verney sieht traurig aus und besorgt. Er braucht Ruhe und Erholung. Guten Schlüssel haben wir ja nicht. Doch, haben wir. Okay. Das wundert mich jetzt, aber dann müsste es sich doch rein theoretisch um zwei neue Gäste handeln. Wir haben den Mr. Verney, der alleine gereist ist, und wir haben auch das Baby, was wahrscheinlich mit den Eltern da sein wird oder vielleicht nur mit einem Elternteil. Na gut, aber wie es aussieht, müssen wir uns erst um Mr. Verney kümmern. So, D. Dann müssen wir noch einen weiter. Und hier ist dann Zimmer 2E. Endlich ist es Nacht. Zeit für mein Lieblingshobby. Aha, er guckt also gerne in die Sterne. Das ist vermutlich sein Lieblingshobby. So, was haben wir hier? Ein Telegramm von Dr. Wimley an AV. Mutter ins Krankenhaus gebracht. Zustand verschlechtert sich rapide. Sie werden sofort vor Ort gebraucht. Es bleibt kaum noch Zeit. Ah, AV ist also Andrew Verney. Da haben wir ja vor einigen Folgen mal unten bei den ganzen anderen Briefkästen was gefunden. Gut, das ist das Gleiche. Das Bahnhofshotel. Verehrter Gast, Ihr Gegenstand wird sicher im Hotel-Safe aufbewahrt. Die Geschäftsleitung. Okay, dann wissen wir schon mal, dass wir darin etwas von ihm finden werden. Aha, Britain's Home Guard. Okay. Und ein Brief zum Zusammenpuzzeln. So. So. Mit Kaffeefleck. Ach, wie schön. Das hat man ja besonders gerne. Wenn man dann auch noch... Wenn dann auch wieder die Maus verzieht. Hallo. Wenn man dann noch was zusammenpuzzeln muss, wo auch noch ein richtig schöner Kaffeefleck drauf ist. Oder so wie es aussieht, sogar zwei... Mutter. Das kommt da. Das lassen wir mal aus, das weiß ich gerade nicht. Das kommt dahin. Und da und da. Andrew. Ein Brief von unserem Hausarzt Dr. Wimley in Dorchester. Ja, ich wollte gerade anfangen zu lesen. Andrew, solange keine eindeutige Verbesserung zu erkennen ist, empfehle ich Ihnen dringend, über einen Zeitraum von mindestens 2 Monaten bei Ihrer Mutter zu bleiben. Sie werden Ihren Jahresurlaub später nehmen müssen oder überhaupt nicht. Die Krankheit sollte vorbeigehen und Ihre Mutter wird wieder ganz gesund werden. Dr. Wimley. Der Dr. Wimley also. Okay. Sonst haben wir hier am Schreibtisch zumindest nichts mehr. Können wir den betätigen? Endlich ist es Nacht. Zeit für mein Lieblingshobby. Ja, wir widmen uns ja gleich deinem Lieblingshobby, aber erstmal möchte ich den Raum hier noch ein bisschen erkunden. Zum Beispiel dieses schöne... Mein erstes veröffentlichtes Buch. Zum Beispiel dieses... Zeit, etwas zu ändern. Kommen Sie, alter Mann. Was? Ich kann meinen Anblick nicht ertragen. Nicht jetzt. Oh, warum denn nicht?
Andrew Verney ist der Autor mehrerer Bücher von Astronomie bis hin zum ultimativen Werk über chinesische Kistenrätsel. Obwohl er ein vielbeschäftigter Autor ist, betreibt Verney auch einen kleinen Laden namens Kuriose Kuriositäten, in dem er Uhren, Kistenrätsel und Teleskope verkauft. Er hat sein ganzes Leben mit seiner Mutter in Dorchester gelebt. Ja, diese tollen Kisten, die werden wir doch bestimmt später noch zu Gesicht bekommen. Ist hier irgendwas hinter? Okay. Ach, wir haben das Bild mitgenommen. Okay. So, dann wollen wir uns das schöne Buch doch mal angucken. Das sind höchstwahrscheinlich die Sternenbilder. Mehr gibt's auch gar nicht. Okay, brauchen wir dann bestimmt noch, wenn wir uns das Teleskop näher angucken. Und es mal... Endlich ist es Nacht. Zeit für mein Lieblingshobby. Ja, ich merke schon, der Andrew hat keine Lust, dass wir uns hier umgucken. Der möchte einfach nur seinem Hobby nachgehen. Mein Wissen über Astronomie ist ein wenig eingerostet. Das Alter. Malus, das, was wir als Wort hatten, um mit Amy zu spielen. Okay. Da haben wir noch Tiere. Sind das die dazu passenden Tiere? Ah, nee, das sind ja alles Kröten. Das sind hier alles Krötenarten. Okay. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Oder geht's auch mit dem Dietrich? Oh ja, das geht sogar. Da schon mal nicht. Da schon mal nicht. Da auch nicht. Ah, okay, es fängt unten an. Ach, ich bin auch doof. Nochmal. Unten. Wir müssen ja jedes Mal wieder unten anfangen. Ah, also da, da und dann versuchen wir es mal oben. Okay. Dann nochmal da. Aha. Oh Gott, das muss ich mir jetzt wieder alles merken. Leider nicht. Dann hier. Ach nein, das war falsch. Ich wollte doch daneben. Da. Schade. Dann vielleicht oben. Hey! Mein kostbarster Besitz hat Mutter gekauft. Ohne kann ich nicht mehr sein. Okay, also wenn man das mit dem Dietrich verstanden hat, dann ist das eigentlich ein ganz nettes Rätsel. Gut, das ist wohl das Teleskop. Wir haben das Bild von ihm. Dann können wir uns jetzt endlich seinem Lieblingshobby widmen. Oh. Ah, wir sind ja jetzt in der Vergangenheit. Cool. Ein Origami-Vogel, den wir nicht mitnehmen können. Eine Zeitung, die wir nicht angucken können. Dafür aber ein schönes Bild. Die Königin, der König und ein Mensch. Ja, Facepalm, ne? So sieht das gerade wirklich aus. So, naja, okay, wir wollen jetzt hier keine Witze machen und uns darüber lustig machen. Ja, dieses tolle Spiel bitte nicht stören, alles klar. Dann stören wir mal lieber nicht. Ach Mensch, das kennen wir doch irgendwoher, die netten Bauern bei der Feldarbeit. Wir haben Kerzen. Wir haben einen Stapel mit Büchern. Okay. Ach, hier ist das Bild der Frau.
Okay. Agatha Christie. Ach, schön, finde ich toll. Habe ich übrigens auch mal gelesen. Sehr, sehr schön. Gut, da kommen wir nicht rein. Und da ist es, das Teleskop. So. Ich brauche das Okular und die äquatorialen Koordinaten. Okay, die Frage ist, wo bekommen wir das Okular her? Um die Koordinaten können wir uns dann immer noch kümmern. Okular haben wir auch nicht dabei. Können wir ins Badezimmer? Nee, können wir nicht. Ich fände es jetzt echt toll, wenn man hier das Hotel auch nochmal von unten sehen könnte, hier in diesem schönen Zustand. Aber das hat sich gerade eben erledigt. Das geht dann leider nicht. Schade. Wirklich schade. Gut, ich glaube, ich mache an... Ich bin zurück. Zurück in meiner eigenen Zeit. Hoffe ich. Was ist hier los? Waren das die Erinnerungen von jemandem? Also in letzter Zeit fallen die mir auch immer ins Wort. Gut, ich wollte sagen, ich mache an dieser Stelle eine Aufnahmepause und wir sehen uns gleich oder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!